meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Mittwoch und wir haben es 7:30. Ja, es ist 7:30. Moment, ich habe eben doch noch geguckt. Uff, wer kennt's? Man guckt gerade auf die Uhr und hat schon wieder vergessen. Ja, es ist 7:58 und die Mausi und ich sind jetzt schon fertig, denn wir fahren jetzt gleich los. Heute ist nämlich eigentlich erst unser Playdate, wo ich am Montag von erzählt hatte. Also ich war so darauf eingeschossen, dass es Dienstag ist. Ich habe es voll verplant. Auf jeden Fall habe ich noch rechtzeitig gesehen, dass es heute ist. Und ja, von daher geht's heute dahin. Wir müssen ein bisschen fahren. Also es sind 30 bis 40 Minuten, die wir fahren. Und deswegen überlege ich, ob ich den Maxi-Cosi nach vorne stelle. Also falls was ist, dass ich nicht irgendwie immer ranfahren muss. Und ich muss mal gucken, weil ich glaube, dass auf dem Beifahrersitz auch Isofix ist. Also wäre es einfacher mit der Family Base oder wie sie heißt, also mit der Maxi-Cosi-Station, dass ich die einfach nach vorne stelle. Ja, ich werde gleich einfach mal sehen. Und ansonsten habe ich die Wickeltasche gepackt, ich habe meine Tasche gepackt, ich habe das Navi dabei und ich habe die Präsente auch dabei. Ja, also eigentlich sind wir bereit zum Losfahren und das werden wir jetzt auch gleich machen. Um 9 sollen wir da sein und ich will jetzt irgendwie gleich schon mal runter zum Auto, um einfach zu gucken, ob ich den Maxi-Cosi jetzt umbaue oder nicht. Ansonsten baue ich den Spiegel, den man anbringen kann im Auto, damit ich sie sehe. Den würde ich dann nochmal richtig anbringen. Ja, das ist so der Plan. Die Mausi hat heute übrigens bis 6 Uhr geschlafen und ich fühle mich dadurch recht ausgeschlafen, muss ich sagen. Sie hat gestern, wann haben wir sie ins Bett gebracht? Gegen 6 muss sie ungefähr geschlafen haben. Und dann sind wir los zum Elternabend von Milas Krippe. Und meine Mama war dann da und hat aufgepasst. Und da war sie natürlich dann wieder quakig. Das ist ja, das hat sie ja im Gefühl, ne, wenn jemand anderes dann da ist. Ja, konnte dann auch nicht mehr so richtig in Schlaf finden, also zumindest nicht direkt. Und hat dann, glaube ich, nochmal dann ab 8 geschlafen. Und dann hat sie von 8 Uhr auf jeden Fall bis 6 Uhr jetzt durchgeschlafen. Ich musste nicht einmal in der Nacht hoch. Es war herrlich. Ich sag's euch, es war herrlich. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt auch entspannt fertig gemacht. Und ich zeige euch mal, wie die Muckimaus aussieht. Na, Schätzi? Spielst du mit deiner Schnullerkette, ne? Der hat wieder diese graue Leggings mit silbernen Glitzerpünktchen von Reserved an. Diese beige Strickjacke ist ebenfalls von Reserved. Das Halstuch ist von Salt and Sugar Design. Die Schnullerkette ist von Leni and Me von Instagram. Der Schnuller ist von Mom. Und das T-Shirt, was da drunter ist, das ist mit Mickey Mouse. Das können wir jetzt einmal sehen, Schatzi? Können wir das einmal sehen? Sieht man nicht. Ist auf jeden Fall mit Mickey Mouse. Das ist von H&M. Nee, Schätzi? Nee, Schätzi, wollen wir eigentlich los? Oh, ganz angestrengt. Oh. Ich werde jetzt hier gerade mal das... wie sagt man denn hier? Navi anschließen. Ich muss mich jetzt hier gerade mal zu dem Zigarettenanzünder durchkämpfen. Mensch, hier ist aber auch viel Müll drin. Ich muss hier unbedingt mal aufräumen. So, ist das richtig drin? Ich hoffe. Ach, ist das alles aufregend. Also es ist wirklich aufregend, muss ich sagen. Denn, warum gehört denn das hier rein? Oh Mann, hier fängt es ja schon an. Ist das denn das richtige Kabel? Ja, so. Weil ich war noch nie so... lange, nee, beziehungsweise bin noch nie so eine weite Strecke gefahren, alleine mit Mila. Und jetzt will das Navi nicht. Warum nicht? Ach so, vielleicht soll ich das Auto anschmeißen. Aha, sonst gibt der mir keinen Strom. Ich habe Mila jetzt übrigens hier vorne auf dem Beifahrersitz, also mit dem Dreipunktsystem, also mit dem Gurt angebracht. Und dieses, ich könnte jetzt fluchen ohne Ende. Verdammte Mistding. Geht nicht an. Warum geht das nicht an? Der Stecker steckt. Oh, ich bin so eine hohle Nuss. Ich drücke hier oben nur einen Anknopf, was man ja auch machen würde. Aber der hat hier unten noch einen An- und Ausschalter. Da kann ich mich ja dumm und dämlich drücken. Ich habe fürs Auto auch noch die Shawn Mendes CD, die ich glaube ich erst einmal gehört habe. Ja, die
gönne ich mir jetzt auch noch. Ansonsten haben wir hier alles, was wir brauchen. Ich habe ihr Trinken hier in der Konsole, ihr Tee. Übrigens habe ich die Nuckflasche jetzt mit dem anderen Sauger genutzt. Also kann ich sie so zum Trinken nutzen. Ansonsten habe ich ihr noch ihr Einhorn. Wir haben hier eine Decke. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Aber erstmal tippe ich jetzt das Ziel ein. Los geht's mit Charmelle. Ich habe jetzt gerade noch mal eben auf dem Weg gehalten, weil ich wollte euch doch eigentlich Mila zeigen. Und ich darf gar nicht so laut sprechen, denn sie ist gerade eingeschlafen, so süß. Bestimmt hat Shawn Mendes sie in den Schlaf gesungen, ich bin mir ganz sicher. Und ich bin jetzt hier gerade, wo bin ich denn? Ich bin in Sieke. Also außerhalb von Bremen und ich muss auch noch ein bisschen was fahren. Aber die Mausi schläft und kann dadurch halt ihren Vormittagsnap machen, total gut. Und ja, ich habe sie halt hier vorne auf dem Sitz. Ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und ich habe das erstaunlich gut mit diesem Gurt hinbekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Und ach, die ist so süß eingeschlafen. Ich zeige es euch mal. Da schläft sie und ich gehe gleich mal näher ran, weil sie schnarcht richtig. Hört ihr sie schnarchen? Nun will ich aber schnell weiterfahren, denn ich muss dringend auf Toilette und ich habe noch 20 Minuten vor mir. Wir sind jetzt angekommen und hier ist auch ein süßer Hund, das ist Kali. Der hat Gefallen an Mila gefunden. Ja, hi. Wie heißt du, Schätzi? Und da ist Joris. Und das ist hier nicht irgendein Mama-Baby-Treff, nein, denn die beiden kennen sich echt ab Geburt, denn ich lag mit Joris und seiner Mama in einem Zimmer. Ne, Schätzi? Also sie sind wirklich, Joris ist 1,5 Stunden nach Mila geboren. Wann ist er genau geboren? 15:25 Uhr. Ja, dann echt fast eine Stunde sind die nur auseinander. Verrückt. Ja, und Joris kann schon irgendwie alles krabbeln, hochziehen. Tja, guck dir mal was ab, Schatzi. Ja, aber Mila übt hier fleißig. Toll machst du das. Da lasst du. Guck mal, wer hier ist, Mila. Guck mal. Ja, ihr kennt euch schon. Seit fast 8 Monaten. Also das ist echt so verrückt, weil wir waren in einem Zimmer und sehen uns jetzt das erste Mal wieder. Also wir haben ab und zu mal geschrieben, aber sehen uns jetzt das erste Mal wieder. Und da werden doch so Erinnerungen wach, also wie man nachts im Bett gelegen hat und nicht geschlafen hat, weil man einfach auch nicht schlafen konnte. Und ja, total schön, dass wir uns jetzt wiedersehen. Und jetzt wird gleich erstmal lecker gefrühstückt. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg und Mila ist direkt eingeschlafen und schläft hier seelenruhig und wird auch noch die nächste halbe Stunde hoffentlich schlafen. Und wenn wir dann zu Hause sind, gibt es nämlich dann auch Mittagsbrei, denke ich mal. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, wir kommen gut durch. Es war auf jeden Fall ein super nettes Treffen. Es war so schön. Und ja, es wird auf jeden Fall wiederholt. Aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause und hoffe, dass ich auf dem Weg noch an einem Erdbeerstand vorbeikomme. Denn hier sind ja einige hier so auf dem Land. Und deswegen halte ich jetzt weiter Ausschau und fahre weiter. Gerade noch davon gesprochen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ein Erdbeer- und Himbeerstand. Richtig schön frische deutsche Erdbeeren. 2 Packungen und einmal Himbeeren. Lecker. 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 Dann kann ich nämlich Mila auch nachher erstmal so einen Fruchtsauger wiedergeben. Das hatte ich letztens bei Instagram gepostet. Da hatten ganz, ganz viele nachgefragt. Ich hoffe, ich denke da nachher dran. Und dann zeige ich es euch mal, weil dieser Fruchtsauger ist Gold wert, weil sie verschluckt sich nicht und kann trotzdem das Obst da so durchlatscheln. Und ja, jetzt düsen wir weiter. Aber es riecht hier so gut, Leute. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich bin jetzt gerade dabei, Mila Mittag zu machen. Und ich will euch mal eben mitnehmen, denn ich will den Fruchtsauger ihr quasi als Nachtisch geben mit den frischen Erdbeeren. Und deswegen mache ich den jetzt schon mal fertig, damit sie den danach direkt haben kann. Und die Mausi, die zappelt hier auf dem Teppich rum. Ja, übst du fleißig, Schatzi? Ist anstrengend, ne? Popo in die Höhe. Hier ist übrigens ihr Hase. Ihr erstes Kuscheltier, das haben wir über 1000 Kind die Seite gefunden und die Marke heißt Jellycat.
Hier habe ich jetzt die Erdbeeren, die habe ich eben schon gründlich abgewaschen. Und das hier ist dieser Fruchtsauger. Ich habe den von Rossmann, aber ich glaube, den gibt es auch bei DM. Ihr kriegt den bei Amazon. Ich glaube, den gibt es fast überall. Und der hat halt, Moment, ich muss mal eben die Kappe abmachen, hier halt so ein richtig dünne Silikon, wie nennt man das? Tasche, Beutel, was auch immer. Und weißt du, wofür DM steht? Nein. Deine Mutter. Jetzt wissen wir Bescheid. Dann könnt ihr halt hier, wenn es denn geht, das abschrauben. Habt halt hier diesen, wie sagt man, den Sauger. Und da schnibbeln wir jetzt mal ein paar Erdbeeren rein. So, beziehungsweise eigentlich reicht ein so eine Erdbeere passt da vielleicht rein. Und dann ist das Ding auch schon wieder voll. Und je kleiner ihr die Nupsis da macht, desto mehr passt halt auch rein. Wow, okay, da passt sieht jetzt... Sieht gut aus, ja. Das ist mal eine Traum-Erdbeere. Also der Sauger ist jetzt hier befüllt und dann nehmt ihr halt einfach nur die Halterung, schraubt das da wieder rauf und fertig ist der Fruchtsauger. Und sie hat den letztens das erste Mal benutzt und da war sie erst ganz am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber... Sie liebt das, also wirklich auch Erdbeeren und man sollte sich wundern, aber die kriegen da doch recht viel raus. Also absolute Kaufempfehlung, total cool dieses Ding. Und ja, das werde ich jetzt mitnehmen, das ist quasi dann ihr Nachtisch und jetzt gibt es erstmal Brei. Na, ihr zwei Schnüffelmäuse? Ich sehe nur eine Schnuffelmaus hier. Nein, ihr seid aber meine Schnuffelmaus. Du bist meine Schnuffelmaus, ne? Süße Leute. Schätzi, guck mal. Kannst du gleich deinen Fruchtsauger haben? Oh, lecker Erdbeeren. Aber erst musst du dein Mittagessen, Schätzi. Mittagsbrei haben wir. Mund wurde schon mal eben ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt gibt es den Fruchtsauger. Schätzi muss den selber in die Hand nehmen. Genau, super. Ja, am Anfang verzieht sie erstmal das Gesicht und irgendwann hat sie dann den Brei raus. Und dann gibt es hier... Ordentlich Erdbeermus, ne? Lecker. Ups, und da spritzt es. Lecker. Oh, das riecht aber erdbeerig. Ui, lecker. Also das Teil ist echt super. Und meistens, also da ist jetzt eine Erdbeere drin. Und meistens, wenn sie das wirklich zügig alles rausgelutscht hat, dann mache ich da auch nochmal eine zweite rein. Aber erstmal ist sie da eine Weile mit beschäftigt. Ja, lecker, ne? Ist das lecker. Wir sind gerade wieder rein. Wir waren... Oh, ich bin ganz außer Atem, weil ich die Sachen geschleppt habe und das Kind. Und ja, es ist nicht einfach. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, der hat doch erst gerade bei Rossmann bestellt. Was hat die wieder eingekauft? Wir haben nur Küchenrolle gekauft eigentlich und diese feuchten Hände, Gesichtstücher noch einmal. Ach genau, und eigentlich wollte ich auch nur die Zahnpasta für sie. Denn wir haben uns jetzt nochmal erkundigt und jemand hatte mir bei Instagram geschrieben, mit der hatte ich mich nämlich ausgetauscht, wie das ist mit Zahnpflege. Und sie hatte eine befreundete Zahnfachangestellte gefragt. Ich hoffe, ich sage das gerade richtig. Und ja, die sagte, man soll auf jeden Fall eigentlich mit Zahnpasta putzen, aber halt auf jeden Fall dem Alter entsprechend, weil es da Unterschiede gibt und das halt mit den Bestandteilen dann eine wichtige Rolle spielt. Und wir haben da eine von Odol, ich zeig's euch gleich auf jeden Fall. Und alles andere ist eigentlich nur von Aldi, was da drin ist, denn, Moment, ich spreche mal zu euch, denn morgen am Vatertag sind wir bei Julians Eltern zum Grillen und wir machen den Salat und da brauchte ich noch ein bisschen Gemüse, denn wir machen... Quinoa-Salat und da kommen Kichererbsen rein und Paprika, Frühlingszwiebeln, ja, sowas halt. Und ich mache nachher noch einen Pesto-Schafskäse-Dip. Wenn ich es schaffe, nehme ich euch mit, aber jetzt will ich die Motte mal eben im Wohnzimmer unter den Dschungel legen und dann muss ich dringend auf Toilette. Irgendwie muss ich heute immer dringend auf Toilette. Hallo. Mila ist echt auf einmal total mobil geworden. Und sie kann eigentlich auch ziemlich zügig robben, also sich vorwärts ziehen. Aber ich glaube, die kleine Maus ist manchmal einfach faul. Aber wenn sie sieht, es ist zu weit weg, dann sieht man richtig, sie überlegt und dann dreht sie sich lieber um. Und jetzt hat sie wieder Schnipsel entdeckt.
Und ich werde mal eben die H&M-Bestellung auspacken. Es ist diesmal nicht so viel, aber ich brauchte dringend Sommersachen für sie. Als die Tage so warm waren, ich hatte einfach mal keine Sommersachen. Ich meine, wenn es wirklich warm ist, kann man sie ja wirklich auch im Body lassen. Aber manchmal ist es so eine Zwischentemperatur. Und zum Glück hatte ich Leggings, die man so ein bisschen hochkrempeln konnte. Deswegen sind da ein paar Sommersachen bei und vor allem Sommerhüte. Ja, wir gucken einfach mal rein. Das ist übrigens die Zahnpasta, die ich geholt habe von Odolmed 3 Milchzahn von 0,5 bis 5 Jahren. Richtig süß. Da steht halt drauf, ja, nicht verschlucken und so weiter und so fort. Ich meine, sie kann ja nicht ausspucken. Ich bin jetzt schon wieder total verunsichert. Ich meine, welches 6 Monate altes Kind, Mila ist ja fast 8 Monate, kann denn bitte Zahnpasta ausspucken? Wie soll das denn funktionieren? Ich bin jetzt gerade schon wieder verunsichert, weil noch putzen wir halt einfach mit Wasser und einer Zahnbürste. Vielleicht rufe ich nachher einfach nochmal meinen Zahnarzt an und frage nochmal nach. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das die Zahnpasta, die ich gekauft habe. Ich hoffe, das funktioniert so mit der Kamera. Also, als erstes habe ich so ein Set mitgenommen und es ist alles in 74. Ich weiß gar nicht, was ich bei den Sommerhüten bestellt habe. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich ihren Kopfumfang natürlich jetzt nicht direkt wusste. Wobei, das ist, glaube ich, auch noch 68. Ja, Größe 74 habe ich damit genommen, wie auch immer. So, erstmal dieses Set. Das ist ein kurzes Kleid mit so einem Häschen drauf und mit einer kurzen Leggings, wo ebenfalls Häschen drauf sind. Das ist so ein Pumphosenschnitt, total süß. Dieses Set habe ich geholt. Dann habe ich ganz schlicht schwarz dünne Socken geholt. Und jetzt kommt die Mausi ans Stativ. Nein! So, schnell weitermachen. Dann habe ich ein Zweier-Set Sommerhüte geholt. Einmal schlicht weiß und da sind so Blümchen drauf. Ich muss gleich mal gucken, wie die sitzen. Passen perfekt. Dann habe ich so ein dünnes, geripptes Shirt mitgenommen, Langarm-Shirt. Aber es ist wirklich sehr leicht luftig, also gut für die wärmeren Temperaturen. Dann habe ich, und mir fällt gerade auf, wie groß Größe 74 eigentlich ist von H&M. Also ich glaube, manche Sachen werden dann noch ein bisschen groß sein, wobei Oberteile finde ich jetzt immer nicht so schlimm. Ach, der ist auch so süß. Dann habe ich in Größe 74 so einen Kurzarm-Strampler mitgenommen, in gestreift, mit hier den Knöpfen und der Tasche, richtig niedlich, und so umgekrempelten Füßen. Ja, der schmeckt gut, ne? Dann habe ich noch einmal Kurzarm, normale dünne Socken in hellgrau mitgenommen. Und jetzt kommt das allersüßeste Teil. Da habe ich habe das ungelogen, ich habe das zweimal wieder gelöscht und zweimal wieder in meinen Einkaufswagen gepackt, weil ich mir wirklich, wirklich unsicher war, ob ich das kaufe. Aber ich konnte mir sie so gut drin vorstellen und ich musste einfach. Ich musste, Leute. So. Und das ist es geworden. Diese süße, helle Jeansjacke. Ist das nicht zuckersüß? Oh Gott, das ist so süß. Ja. Und da kommt die Mausi und robbt sich hier ins Bild. Wow. Ja, Schätzi, genau. Ich habe nämlich für ihr Zimmer von H&M Home noch so eine Box mitgenommen, weil neben dem Bett ist ja Platz und da wird ehrlich gesagt alles immer einfach so hingeschmissen, auch an Spielsachen. Und deswegen habe ich so eine einfache, schlichte Box mitgenommen für 4 Euro irgendwas. Und da wird dann das Spielzeug reinkommen. Und dann habe ich für mich noch mitgenommen eine Leinenhose in dunkelblau, also wirklich so einen richtig leichten Sommerleinenstoff. Ja, Schätzi. Und ist unten halt so gekrempelt. Ich muss mal gleich... die sieht gerade ein bisschen groß aus, aber ich glaube, das könnte auch täuschen. Die muss ich gleich auf jeden Fall mal anprobieren. Und ja, das war unsere H&M-Bestellung. Und die Matte dreht sich im Kreis. Wow, ist das deine Box? Kommt da dein Spielzeug rein? Jetzt geht's wieder aufs Stativ, so zack. Und zack, ist er da. Wie kann das? Die kleine Motte. Huh? Guck mal, ich stell das hier hin. Komm mal hin. Komm mal da. Schätzchen. Da. Komm mal zur Kamera. Naja, vielleicht dreht sie sich erstmal, damit sie näher dran ist und sich nicht so weit ziehen muss. Und dann macht sie es vielleicht noch. Ja, jetzt kommt sie. Nee? Jetzt dreht sie sich lieber nochmal. Schätzi, guck mal. Mila, tja, guck mal.
Zack. Wir sind angekommen. Ich werde das jetzt hier mal alles wegsortieren, vor allem den Müll. Und dann kommen wir gleich zu dem großen Paket da. Mila turnt jetzt hier gerade im Hintergrund und zieht sich von Stuhl zu Stuhl. Das kann sie auch gerne machen, da passiert auch nichts. Und ich will mal eben dieses große Paket auspacken. Bruno ist hier übrigens auch mit dabei. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist ein Kinderwagen von Bonavi. Denn ich darf, wie andere YouTube-Mamas und Instagram-Mamas auch, den Kinderwagen testen. Und der hat eine Babywanne und einen Sportsitz. Also perfekt. Also es ist ein Kombi-Kinderwagen, um es mal deutlich zu sagen. Und das Design ist Hammer. Also ich habe es gesehen, total ansprechend, zumindest für mich. Ja, und jetzt wollen wir den aber erstmal aufmachen, auspacken, aufbauen. Und ich sollte es eigentlich hinkriegen, denn Bonavi hat bei YouTube auch Videos, also wie man was aufbaut. Also es ist eigentlich idiotensicher, möchte ich mal so sagen. Und von daher werden wir jetzt mal sehen, wo ich hier den Anfang finde. Ich denke, ich mache den einfach mal von oben auf. Und ja, dann geht's los. Sind, würde ich sagen, ich baue das hier erstmal eben in Ruhe auf und dann zeige ich ihn euch gleich auf jeden Fall. Ich werde es bestimmt hinkriegen und werde euch gleich berichten, wie es geklappt hat, denn die Motte, die klaut sich auch schon sämtliche Teile. Das ist Luftpolsterfolie. Willst du weitermachen? Wow! Ein Spaß für Groß und Klein. Ich habe hier auf jeden Fall schon ein paar Gadgets gesehen und ich glaube, das ist ein Getränkehalter. Kaffee am Kinderwagen, Leute. Ich glaube, das Teil feiere ich fast am meisten. So, jetzt habe ich hier noch ein Moskitonetz und ein Regenverdeck. Hallo. Ich bin ausgerüstet hier. So, ich will jetzt aber wirklich eben in Ruhe den Kinderwagen aufbauen. Und ich freue mich. Es sieht alles toll aus. Aber wie gesagt, ich melde mich gleich zurück. Mila schläft jetzt seit 2 Minuten. Beziehungsweise quakt sie manchmal kurz und dann schläft sie aber weiter. Manchmal muss sie auch einfach nur ihre Position finden. Auf jeden Fall haben wir es jetzt 15 Uhr oder kurz nach 3. Und wie ihr seht, ich bin fertig mit dem Aufbauen, aber dazu gleich mehr. Ich muss etwas leiser sprechen, auch wenn ich das wahrscheinlich gar nicht schaffe. Aber ich möchte ja die Mausi nicht aufwecken. Aber ich will euch nochmal eben ein paar Sachen zu dem Kinderwagen sagen und zeigen. Und das ist schon ein tolles Teil, muss ich sagen. Also erst einmal ging der Aufbau super einfach. Man steckt halt wirklich alles nur zusammen und das geht sehr, sehr einfach. Wirklich. Also die Reifen steckt man nur drauf, den Sportsitz steckt man nur drauf, das steckt man drauf. Den Getränkehalter habe ich natürlich schon direkt angebracht. Dass wenn wir nachher eine Runde drehen, kommt da mein Kaffeebecher rein. Da könnt ihr euch sicher sein. Oder morgen, ich weiß nicht. Dann was hier super einfach geht, ist hier hinten könnt ihr halt, Moment, hier ist so ein schwarzer Griff. Und damit könnt ihr halt einfach den Sitz hoch und runter stellen. Also total einfach. Ich war total begeistert. Und ich finde diese Position, könnte ich mir vorstellen, für Mila super entspannt. Auf jeden Fall könnt ihr das Sonnenverdeck hier einfach mit Druckknöpfen abnehmen, aber ich möchte es jetzt gerne dran lassen. Und diesen Griff ist übrigens Kunstleder, also keine Sorge. Den könnt ihr übrigens auch verstellen. Moment. Hier an den Seiten sind nämlich Knöpfe und dann drückt ihr und dann könnt ihr das halt so ein bisschen seitlich. Also das wäre auf jeden Fall jetzt für mich eine super Position. Also dann ist es halt so ein bisschen abgewinkelt. Und ja, Korb ist auf jeden Fall auch vorhanden und vor allem, ihr könnt den richtig zuziehen. Das heißt, wenn es regnet oder so, dann könnt ihr das Teil einfach zuziehen und ist das voll geschützt. Also ich war gerade voll begeistert. Also ihr merkt, ich bin begeistert auf jeden Fall. Zumindest was den ersten Eindruck angeht. Ich habe ihn ja noch nicht draußen getestet und der ist so leicht, Leute. Mit Sportsitz, nee, Moment, mit Reifen wiegt der keine 10 Kilo und der Sportsitz wiegt noch 2. Das heißt, der wiegt jetzt insgesamt vielleicht 12, 13 Kilo. Und wenn ich den so schiebe, ey, boah, der ist so einfach. Und ihr könnt die Reifen übrigens auch feststellen.
Machen wir das mal eben so. Mensch, wir wollen das ja hier gerade haben, ne? So. Ja, jetzt sind die festgestellt. Also dafür müsst ihr wirklich nur diesen kleinen Nupsi hier rüberschieben. Und zack, flitzt er wieder. Also ich war hier schon die ganze Zeit immer am Rumschieben. Also hätte mich jemand gesehen, der hätte mich, glaube ich, für blöde erklärt. Also, oh Gott, Leute. Und was ich ja noch super an Kinderwagen finde, wenn man sie einfach abnehmen kann. Also ihr könnt hier einfach an den Seiten reindrücken, das hochziehen. Und dann könnt ihr es halt theoretisch auch in die andere Richtung aufsetzen. Aber die Mausi soll ja zur Mama gucken oder zum Papa. Und deswegen so rum. Und ja, so viel erstmal zum Sportsitz. Und was ich nochmal eben erwähnen möchte, sind diese Reifen. Ich habe es vorher schon gelesen, weil ich hatte mich, bevor ich den bekommen habe, ein bisschen erkundigt. Und das sind keine Luftreifen und auch keine, wie nennt man denn die anderen? Plastikreifen, sag ich mal. Das sind Schaumreifen mit Luftkammern. Ich habe es nochmal nachgelesen. Und die fühlen sich total gut an und geben auch Widerstand. Das heißt, weil wir ja auch viel draußen laufen mit Bruno, das heißt, die können da auch wirklich mithalten, hoffe ich, denke ich mal. Und ja, auf jeden Fall machen die einen voll guten Eindruck. Bremse ist natürlich auch da. Was soll ich sagen? Erster Eindruck ist tippitoppi. Und dann kommen wir nochmal kurz hier zur Wanne. Die habe ich natürlich auch nochmal aufgebaut. Und das war hier so im Handschnipp ging das. Und ich finde ja dieses Design so schön. Das hätte ich ja damals bei Miele auch schon gern gehabt. Mit diesem Gesteppten. Ich finde, das sieht so edel aus. Vor allem mit diesen Leder, mit diesen Kunstleder-Applikationen. Also voll mein Geschmack. Also ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Meiner auf jeden Fall. Wie ihr hier schon seht, sind hier so Tragegriffe. Das heißt, ihr könnt die Trage auch damit tragen. Also wenn ihr das Verdeck natürlich runtergeklappt habt. Verdeck ist runtergeklappt. Das geht genauso einfach. Einfach Knopf reindrücken. Und dann könnt ihr halt mit diesen Trageschlaufen, die echt groß sind. Also ihr könnt es gut tragen. Also wenn ich hier so überschwänglich rede, es tut mir leid, aber wenn ich von Sachen begeistert bin, dann drehe ich irgendwie immer so ein bisschen auf. Sorry. Auf jeden Fall könnt ihr das Teil halt so tragen, was ich damals auch gebraucht hätte. Oder ihr könnt, ich tüdel das da gleich wieder rein. Oder so, ihr könnt es halt normal so tragen, also so wie ich es tragen musste. Aber ich finde das mit diesen Trageschlaufen echt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann muss ich euch noch was super cooles von dieser Babywanne zeigen. Das habe ich auf der Internetseite schon gesehen und habe gedacht so, boah, das hätte ich damals auch gern bei Miele gehabt. Ich sage mal damals, obwohl das nur so ein paar Monate eigentlich her ist. Aber das fand ich so cool. Aber ich zeige es euch jetzt. Und zwar ist hier so ein Reißverschluss. Den öffnet man. So, und jetzt denkt ihr erstmal so, hä, was macht die denn da? Moment, Leute, Moment. Boah, wie cool ist denn das bitte? Es ist ein Sichtfenster. Ich finde das so genial, Leute. Also übrigens nochmal, wenn ich solche Sachen zugeschickt bekomme zum Testen, dann könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass ich euch meine ehrliche Meinung sage und nicht, weil ich irgendwas zugeschickt bekommen habe, denn das ist nicht Sinn der Sache. Aber ich meine, das ist doch wirklich genial, oder? Das ist doch mal wirklich mitgedacht. Und wie ihr wisst, Miele konnte am Ende auch nicht mehr wirklich in der Babywanne liegen, weil es ihr zu langweilig war. Und wenn sie auf dem Bauch gelegen hat, konnte sie zum Teil auch nicht wirklich rüber gucken, was halt auch schwierig war. Und deswegen finde ich dieses Sichtfenster, ja, Daumen hoch dafür. Also ich finde es echt so super. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, und rucki zucki machen wir das auch mal hier wieder zu. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal so eine kleine Vorstellung von dem Kinderwagen. Also klein ist gut. Ich glaube, ich habe recht viel geredet, aber ja. Ich finde, das waren so Sachen, die ich erwähnenswert finde. Und wenn ich irgendwas gut finde, was bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, dann finde ich, kann man das auch ruhig sagen. Also ich kriege hier keine Vorgaben und rede deshalb so viel. Aber ich rede generell, glaube ich, viel und auch schnell. Vor allem, wenn ich von irgendwas begeistert bin. Ja, lassen wir das mal so stehen. Das war jetzt die Vorstellung des Kinderwagens. Jetzt kommt Phase 2, die Testphase. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich kann nur mal wieder erwähnen, ich freue mich, diesen Getränkehalter zu nutzen. Und ja, der Wahnsinn. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch auf jeden Fall erwähnenswert finde, was man wissen muss, finde ich, ihr könnt diesen Kinderwagen 30 Tage lang testen. Das heißt, ihr bekommt in
zu Hause, nach Hause geliefert, kostenlos. Und könnt einfach bei euch gucken, passt der in die Wohnung, ins Haus, passt der in den Keller, kriege ich den ins Auto, in den Kofferraum. Wenn ihr immer auf Bus und Bahnfahren angewiesen seid, komme ich damit klar? Kann ich damit einkaufen gehen? Habe ich genügend Platz? Und ich finde, das sind Sachen, also das ist doch top oder nicht? Ich weiß nicht. Also ich hätte damals gerne meinen Kinderwagen getestet, um zu gucken, passt der ins Auto zum Beispiel. Also das finde ich schon eine ziemlich gute Sache. Bonavi bietet sowieso recht viel Service. Ich glaube, auf der Seite steht so was in etwa Premium-Kinderwagen braucht Premium-Service oder sowas in der Art. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Reparaturservice und Leihwagenservice. Das heißt, wenn euer Kinderwagen mal kaputt geht, kriegt ihr einen Ersatz dafür in der Zeit, wo der in Reparatur ist. Also wie beim Auto. Ich meine, das ist doch schon mal echt super, oder? Und wie gesagt, ihr könnt 30 Tage lang den Wagen testen. 3 Jahre Garantie. Ihr kriegt den kostenlos geliefert. Und ja, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, den jetzt weiter zu testen. Und ihr werdet bestimmt noch mal von mir da was zu hören. Und ich werde euch die Seite natürlich verlinken und es gibt natürlich auch einen Rabattcode von euch. Da könnt ihr 75 Euro sparen, aber alles Weitere werde ich euch in die Infobox schreiben. Das war es jetzt aber wirklich über den Kinderwagen fürs Erste, denn wie gesagt, jetzt müssen wir ihn ja nur nach draußen testen. Und jetzt sind wahrscheinlich welche völlig genervt, dass ich so viel über diesen Kinderwagen geredet habe. Aber wenn mir was gefällt, dann rede ich gern drüber. Ich freue mich, diesen Kinderwagen zu testen oder wir freuen uns. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann dürft ihr gerne weiterspulen oder das Video wegklicken, wie auch immer. Jetzt geht's aber weiter, denn ich will jetzt den Dip morgen fürs Grillen vorbereiten, solange die Mausi noch schläft. Die Mausi ist eben von ihrem Nickerchen erwacht. Ich wollte gerade sagen Mittagsschlaf, aber Mittag ist es ja nun nicht. Und sie ist nicht irgendwie erwacht, sie ist wirklich richtig weinend erwacht. Also sonst ist es ja eher so ein bisschen vielleicht quengelig, quakelig. Aber also sie hat jetzt eine Stunde geschlafen und hat so geweint und ließ sich erst auch gar nicht beruhigen, hat richtig Tränen geweint, war aber noch voll müde, aber konnte nicht wieder einschlafen. Und jetzt hat sie eben noch ein bisschen Tee getrunken und den Rest vom Nachmittagsbrei gegessen. Dann ging's und dann war ich kurz aus dem Raum, dass die Sachen wegbringen und dann ging es wieder von vorn los. Bist du heute nicht so gut drauf, heute Nachmittag? Was los, Spazi? Werden wir mal sehen. Wir werden jetzt noch gleich ein bisschen spielen. Und dann will ich aber wirklich versuchen, den Dip zu machen. Ich meine, da ist nicht so viel dabei. Das geht eigentlich recht zügig. Aber, naja, ich muss auch noch nachher einen Salat machen. Na, Hase? Was war denn da eben los? Erzähl mal. Wow, Schätzi. Mila sitzt jetzt hier schon mal testweise in dem Bonavi. Ist aber, also sie ist angeschnallt, aber die Gurte habe ich noch nicht richtig eingestellt bzw. einstellen können. Denn wenn ich hier aufhöre zu fahren, wird das kleine Mäuschen wieder ganz, ganz, ganz unzufrieden, ne? Wollen wir hier ein bisschen fahren? Wow. Klasse. Ist richtig zufrieden. Wir fahren jetzt hier noch ein bisschen rum. Sitzt du gut, Schätzi? Willst du mal in so eine halbliegende Position? Aber ich glaube, das wird sie fast nicht so toll finden. Aber wir probieren es mal aus. Wow, wie ist das? Wow. Ist das gut, Schätzi? Komm, mal machen wir hier ein bisschen Verdeck hoch. Es ist ein bisschen dunkel. Sollen wir mal dich so mit in die Küche schieben? Ha? Willst du denn noch ein bisschen schlucken? Ja, wir machen es dir jetzt richtig gemütlich. Ja, eben hat sie gelacht. Fand sie gut. So, Schätzi. Erste Testphase beginnt dann hier einfach mal in der Wohnung. Aber sie ist echt super zufrieden gerade. Richtig tiefenentspannt. So tiefenentspannt habe ich dich ja noch nie gesehen. Im Maxi-Cosi vielleicht noch, aber nicht im Kinderwagen. Wow. Was? Jetzt sprichst du auch mit mir? Hm? Ha? Ja, wieder bessere Stimmung? Wenn Julian jetzt nach Hause kommen würde, der würde auch denken, was macht die da mit Kinderwagen hier in der Wohnung unterwegs? Naja, so hält man das Kind bei Laune, ne? Kommen wir jetzt hier wieder raus.
Warte, wenn ich das hier hochstelle, dann können wir hier sogar auf den kleinen Raum wenden. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich lasse sie jetzt mal eben im Kinderwagen, mache schnell den Dip. Und wenn sie dann noch unzufrieden ist, dann gehen wir einfach mal noch eine Runde raus. Zu viel frische Luft gibt es ja auch nicht, oder? Und das Chaos hier in der Küche werde ich einfach später beseitigen, denn es kommt jetzt ja sowieso noch Abwasch dazu, wenn ich jetzt den Dip gemacht habe. Und ja, ich mag jetzt gerade auch nicht. Das kann ich alles später machen. Wir sind jetzt in der Küche geblieben und ich werde jetzt gleich weiterhin ein bisschen Shawn Mendes laufen lassen, denn das hat sie ja vorhin im Auto auch beruhigt, ne? Kann ja nur helfen. Und ja, ich werde jetzt den Dip zubereiten, werde euch das Rezept natürlich in die Infobox schreiben und ich werde es so aufschreiben, wie ich es jetzt mache, weil das ist ein Rezept, was meine Mama mir aus irgendeinem Buch geschickt hat und eigentlich sind dann noch Artischocken bei und rote Beeren oder rosa Beeren, irgendwie sowas, also irgendwas Beeriges. Und ich mache es aber auch nur so, wie meine Mama das damals gemacht hat oder letztens. Auf jeden Fall braucht ihr Mascarpone, ihr braucht Feta, ihr braucht grünes Pesto, Zitronensaft, kleine Zwiebeln, Schalotten, eins von beiden und Knoblauchzehen. Ja, das war's und das wollen wir jetzt mal eben machen. Der Schafskäse-Pesto-Dip ist jetzt auch fertig, muss ich gleich noch abfüllen und ich habe mich eigentlich voll vertan, was den Zitronensaft angeht, weil laut Rezept, also da stand 7 Esslöffel Zitronensaft, aber es galt für das ganze Rezept und ich habe es ja abgewandelt. Zum Glück habe ich wirklich nur so ganz leichte Esslöffel genommen, von daher schmeckt es trotzdem. Und ich lasse den jetzt nochmal ein bisschen ziehen und dann werde ich den nachher nochmal abschmecken und dann halt, wie gesagt, abfüllen. Und ansonsten werde ich jetzt das Chaos hier beseitigen. Ja, dann sind wir schon mal weiter. Der Papa ist auch wieder zurück. Das Mäuschen freut sich. Ist heute Badetag, ne Schatzi? Badetag? Hm? Wow. Badetag. Und damit beende ich auch den Vlog. Und ja, wir müssen halt noch einiges schaffen. Und die Mausi wird gleich noch gebadet. Und dann muss man mal hier noch aufräumen und dann genießen wir einfach noch den Abend. Und wenn der Vlog online kommt, dann ist ja Vatertag. Von daher wünsche ich allen einen schönen Vatertag, also vor allem den Papas. Egal, ob es der erste, der zweite, der dritte, der vierte oder der zehnte ist. Habt alle einen schönen Tag, genießt das Wetter mit der Familie. Daddy und Power. Was denn? Daddy Power. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, tschüss. Tschüss.